Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Ghost Recon Wildlands im Koop-Modus. An meiner Seite wie immer der vertrauenswürdige Lektor. Und ja, gehen wir's an. Das letzte Mal haben wir extra nicht aufgenommen, weil wir ja gesagt haben, wir tun nur Nebenmissionen und Map aufdecken. Und dann war die Action so krass, so geil, dass ich es bereut habe, dass ich es nicht aufgenommen habe. Deswegen wird das Ganze jetzt aufgenommen. Ob es was ist oder nicht, ist mal Schnuppe. Wir nehmen das einfach auf. Kisten sollten wir ja wieder haben, gell? Ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder eine Elite-Kiste haben, vielleicht, ja. Müssen wir schauen. Ich habe mir durch den Ghost-Modus schon angewohnt, das erste, was ich mache, immer zur Kiste gehen, nachladen. So, schauen wir gleich einmal nach. Wo sind denn die Kisten jetzt wieder? Ich sehe das dann nie, ich finde das dann nie. Ah, da unten. Nö, nix. Keine Prestigekiste für mich. No. Vielleicht hat. Sapperlaut, echt. Egal, macht mir nichts. So, die andere Frage. Was machen wir als nächstes? Wie man sehen kann, haben wir die Map schon richtig schön aufgedeckt. Ich muss ein bisschen in die Hose gegangen. Welche war das schnell? Wir hätten da über uns zwei Fragezeichen direkt. Die könnten wir auch noch aufdecken. Oder willst du gleich rechts in die Ecke hinein, in diese Nische von der Map, von dem Abschnitt? Du musst da kurz mal über die Waffen kurz mal schauen, ob da alles hinkriegt. Okay. Ich höre einen Helikopter, das glaubt man gar nicht. Okay, Fertigkeitspunkte, da ist eine Hauptmission. Fertigkeitspunkte. Nebeneinsatz. Treibstoffüberfall. Eigentlich könnte ich auch erwähnen, dass ich mal ein Waffenpack gekauft habe mit neuen Waffen. Detailliert werde ich das aber dann herzeigen in den Singleplayer-Videos, wo ich im Ghost-Modus spiele und wieder um mein Leben schwitzen muss. Markiere Gegner, er steht da mit Einheimischen.
die 36 hat am Rücken. Eieiei. Ah, ich glaube, ich weiß, was uns das letzte Mal durch die Finger gegangen ist. Das war der Nebeneinsatz mit dem Helikopter. Genau, mit dem Heli da. Ich würde aber trotzdem fast sagen, dass man sich da rechts in der Nische zuerst die Sachen holen, dass wir das einmal erledigt hätten. Könnten wir auch Boot fahren? Boote, Boote, Boote. Welche Operation ist das los? Rechts unten die Nebeneinsatz-Rebellenoperation, ja genau. Da können wir mit dem Auto fahren. Oder wir fahren mit dem Boot. Wobei ich aber fast fürs Auto wäre. Weil auf der anderen Seite vom Fluss drüben sind gleich einmal lauter violette Gegner. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die Unitat oder wie es heißen. Ich darf fahren. Yay. Unfall vorprogrammiert. Okay, da vorne leuchtet schön. Ich gehe mal da auf den Glockenturm rauf. Falls man da raufkommt. Natürlich nicht. Mensch, Kacke. Ja, da bist du oben, okay. Vier Gegner. Ich zähle fünf. Fünfter. Also fünfter. Auf der anderen Seite wahrscheinlich, auf der anderen Straßenseite. Es sind sogar zwei. Vier da und zwei drin. Die stehen natürlich super beschissen. Ja, sind erwischt, rennen alle. Ist, Könnten wir schauen und warten, bis sie sich aufteilen ein bisschen. Oder gezielte Granate, genau. Wobei könntest du den da mit einer Ablenkköder-Dingsbums vielleicht ein bisschen näher zu dir locken? Weil dann würde ich mich um den hier kümmern, wenn er ein bisschen weiter weg geht. Okay. Jetzt ist ja schon wieder egal. Ja.
Werf eine Ablenkungsgranate. Und springt dann drauf an. Ah, nein. Siehst du denn? Über 40 Meter. Das ist der Kommandant. Den Kommandanten kann ich erwischen, ja. Jetzt geht er wieder weg. Jetzt ist er wieder weg. Ich schnapp mal die Nummer 2, sobald er hinter den Büschen ist. Mhm. Okay, keiner mitkriegt. Wie wär's mit einer Ablenkungsgranate? Deine Ablenkungsgranate. Es gehen alle drei. Super. Ich habe keine freie Schussbahn. Waren das alle? Ja, schaut gut aus. Schauen wir noch, dass wir die auf der anderen Straßenseite erwischen, oder? Lassen wir ja, die mal. Ja, nehmen wir sie mit. Okay. Wo ist die zweite Antenne? Wo ist die zweite Antenne? 34 Meter. Was? Ah, okay. Ich lauf schon. Ich weiß nicht, ob sich das mit Laufen ausgeht, ein Kilometer in einer Minuten. Na, niemals. Auto? Sowas und keine irgendwie das ist der Hey, wie, wo, was, wohin? Das geht ja nicht mal mit dem Heli aus. Ich fahr jetzt querfeld an. Da vorne sind Gegner. Gott leider. Ja, da vorne das Fahrzeug ist gegnerisch. Das ist eine Mission. Nichts haben wir. Pass heute kein Bier, wir haben es nicht mehr drauf. Okay. Was war das? Einer wird da unten. Bleibst du hier oben? Okay. Das ist jetzt nicht mehr aktiv dann wahrscheinlich. Es würde wieder ein bisschen dauern, ein paar Minuten. Ich bewege mich einfach nochmal rüber. Bis ich dort bin, wird es wahrscheinlich wieder aktiv sein. Ja, blödes Konvois, Dingsbums, danke. So, wo war das jetzt? Das war irgendwo... da. Ja, links drauf. Boah. Kann ich aber schön laufen. Was ist denn da vor mir los? Violette Gegner.
Jetzt sind wir vorbeigefahren bei dir, ja. Ah, wir stehen da mitten am Feld. Da ist ein zweiter Tango. Setze Drohne ein. Sehe einen dritten. Ich renne mal weiter. Ich bin jetzt bei der Kirche. Ich glaube fast, dass wir weg müssen von den Gebieten und dann wieder hinbeamen da. Komplett weg meinst? Könnte natürlich auch sein, ich werde mal schauen. Beamt er sich weg, wo ich gerade hinkomme, zum Nachschauen. Oder guckst du? Irgendwie ist der ganze Funkturm auf einmal weg. Okay. Wo hast du dich hingebeamt? Da oben, okay. Beam ich mich zu dir. Satz mit X war wohl nix. Sehr stumm gemacht. Kann ja wissen, dass man davon mit zwei Türme machen muss. Ja, damit kannst du auch nicht rechnen. Besonders, dass du dann Kilometer in ein paar Sekunden zurücklegen musst. So, kann ich gleich nachladen. Ja, brauche ich gar nicht, okay. Sehr interessant. Ja, jetzt ist die Mission natürlich wieder da. Das heißt, wir beamen sich am besten wieder dort daneben hin. Da will ich aber gleich aufrennen dann. Willst du gleich rauf zum Hügel? Okay. Wenn die Gegner auch wieder dort sind, wird das natürlich eine ganz lustige Sache für mich. Kann ich meine Schützenkünste unter Beweis stellen. Juhu. Das geht sicher so in die Hose. Gemüse stehen bleiben, ja. Wo war denn das überhaupt? Warte mal. Da, oder? Wir sind zurück und den. Irgendwo, ich glaube, hier? Dort, kann das sein, wo ich das A gemacht habe? Ja, genau, da wo ich das A hingemacht habe, circa. Gleich daneben. Es wird halt nur lustig für dich, weil dort sind verdammt viele Gegner, sind nämlich zwei Hauptmissionen nebeneinander. Der Konvoi und diese Sportwagen-Clan. Super. Ja. Er fährt mit dem Motorrad, habe ich mich jetzt halt anpfiffen. Wie ist das Motorradfahren? Macht Spaß? Das läuft, ja. Ein bisschen zu schwer, also ziemlich arg das eine, aber sonst. Muss da irgendwie. Gemüse ist das Motorrad ein bisschen besser, aber so, ja. Ich hab Scheiß, ich hab schon durch. Okay. Jetzt habe ich einen Schuss abgeben, weil ich schnell laufen wollte. Bitte.
Wir sind nicht bei Farming. Ja, ich weiß eh. Ich habe schon wieder ein Heli, das macht mich nervös. So. Ich habe ein Heli. Sicher wieder so ein Unitat-Heli, das macht mich gleich komplett nervös. Ich hab aber keine Gegner hier. Bist du dort? Ich bin dort, ja. Dann drücke ich jetzt. Das Loch im Funknetz hindert das Kartell wohl eine Weile. Sehr gut. Ich komme dich abholen. Was war das jetzt? War was Grünes und dann was Rotes auf der Straße. Puh, da geht der Luzi ein bisschen schier ab. Bin da. Oder links davon neben Ersatz, das ist scheint wieder mit so. Mit so Türmen. Okay. Machen wir das. Müssen wir nur irgendwie heil an den ganzen Gegner vorbeikommen. Durchs Gemüse fallen. Durchs Gemüse. Warte, Markierung sollte ich mal aber nicht setzen, ne? Hm? Mhm. So. So, Stein. Sorry. Heli, man kann Heli irgendwo machen. Ja, ich tue mir mit einem Heli auch um einiges leichter, muss ich gestehen. Aber wir sind ja gleich an denen vorbei, das heißt, ich ziehe da mal runter auf die Straße. Was ist denn das für ein Gebirge, wo lauter Steine herumkugeln? Das gibt's ja mal gar nicht. So. Wo müssen wir jetzt hin? Links auf, jetzt hat er. Links über die fette Schüssel ist. Ja, ich suche einen Weg, aber da dürfte links ein Weg sein, eine Straße oder irgendwas. Ja, nimm die Unitats vorbei, da. Hoffen Sie es dann wieder zwei Sachen sind. Na fix, was glaubst du? Oder sehr helle sehe ich gerade, das ist schon mal super. Okay. Die Frage ist natürlich auch, wie es ausschaut wegen Gegner und so. Ich habe gesagt, wir bleiben gleich da stehen. Ich hau gleich einmal die Drohne raus. Drohne fliegt. Gegner sind da definitiv. Sprengen Sie einen der Stationseingänge. Ei. Hat schon irgendwer von uns C4 oder so? Ich glaube nicht. Ja,
Ich sehe nichts, die Drohne. Bin zu weit weg. Muss da näher dran. Ich pack die Drohne aus. Ja, pack die Drohne aus. Aber, sind sicher im Gebäude. Den Eingang müssen wir sprengen. Alle vier anscheinend. Ich hab nur Granaten. Ich schalte schon mal auf Vollautomatik. Das kann nur schier rausgehen jetzt. Das geht mit einer Granate auf die Dieter. Ich glaub schon. Dann haben wir eine hin. Dann wirf du eine oben und ich wirf eine da herunten hin, ha? Ich sehe, wo man mir anzieht. Ich auch. Gib mal einen Countdown. Okay. Eins, zwei, drei. Granate fliegt. Die ist auf. Bei mir auch. Es kommt aber nichts raus. Ja, nicht. Ich will mal Granate rein. Ah, da ist der erste. Einer hin. Zweites hin. Oh shit. Ich lieg. Da hat mich einer erwischt. Was? Neben uns hat es gescheitert. Okay, da rennt Zeit, da müssen wir so schnell wirklich hacken. Was hacken hast müssen? Da ist noch einer links um die Ecke, pass auf. Sekunden hast noch. Wo warst du so lange? Okay. Okay, gut zu wissen. Das heißt, Omad eine und dann gleich rein und alles umbringen. Und dann das müssen wir da hacken. So schön wie möglich. Das da? Okay. Ja, dann beamen wir sich wieder mal zurück. Wo beamen wir sich dann am besten hin? Ich hätte gesagt, eher links davon, dass wir nicht immer die Gegner verbremsen. Charlie. Duke Charlie. Genau. Ich werde da jetzt aber auch gleich einen Cut machen, weil sonst wird die Episode wieder zu lange. Das heißt, wir sehen sich gleich wieder.